Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bunun için de eyaletimizin başkenti olan Düsseldorf'a geldik. Son videomdaki olumlu dönüşlerden sonra sizlere tekrardan bir sokak röportajıyla karşınızda olmak istedim. Bunun için elimize mikrofonu aldık ve Almanlara mikrofonu uzatacağız. Bugünkü sorumuz ise Türkiye denince aklınıza gelen 3 şey. 3 tane olumlu, 3 tane olumsuz şey soracağız. Bakalım Almanlardan ne cevap alacağız. Şimdi arkadaşlar videomuza devam edelim. Ama devam etmeden önce ise söylemek istediğim bir şey var. Kanal destek için aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olup like tuşuna basıp da bir like atabilirsiniz. Lütfen izlemeye devam kalın. Biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Hallo erstmal, wie heißt du? Daniel. Okay, Daniel. Meine Frage ist, und drei negative und drei positive Sachen über die Türkei. Drei negative. Fangen wir an positive. Positive, leckeres Essen. Okay. guter Tee. Okay. Musik ist auch ganz Musik gut. Musik aus. Jetzt negative. Negative, ja, wir wissen, wir haben keine Negative, aber du kannst etwas sagen. Mir fällt nichts Negatives ein. Weiß nicht. Okay, alles klar. Danke. Ja. Hallo erstmal, wie heißt du? Almira. Du? Gennady. Okay, meine Frage ist heute. Und drei positive und drei negative Sachen über die Türkei. Oh, keine Ahnung. Ja, habt ihr keine Antwort? Kann man gut Urlaub machen. Okay, klar. Gibt's gutes Meer. Und die Leute sind sehr herzlich und also aufgeschlossen, sehr also ja. warme Leute, herzliche okay. Leute. Ja. Und hast du eine Idee? Nicht so viel. So und jetzt? Kurzfristig nicht so. Okay, jetzt negative. keine Ahnung. Ja, wenn du willst, du kannst alles sagen. Über Politiker, über Menschen oder andere. Ich wüsste gar nichts, um ehrlich zu sein. Okay, alles klar, vielen Dank. Alles klar, das war's. Okay, alles klar, danke schön. Schönen Tag. So. Erstmal hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Okay, wie heißt du? Kian. Kian, okay. Heute meine Frage ist, drei positive und drei negative Sachen über die Türkei. Fangen wir an mit positive. Also ich denke mal, die Türkei ist ein schönes Land. Ich war da noch nie, aber... Ich denk, ja, würdest du da reisen? Hä? Würdest du da reisen? Ich denke schon, also wenn man jetzt die Natur anguckt, aber so negativ ist dann wieder die, jetzt eher mit Erdogan, diese ja. Führung. Ja. Ja. Ja, ja, mir fällt jetzt auch nicht großartig mehr dazu ein. Okay, du hast ein Negative gesagt, du kannst auch zwei Negative sagen, wenn du willst. Also ich kenne viele aus der Türkei okay. und die sind alle ziemlich nett, ja. deswegen. Dann du kannst auch positive sagen, du Achso. hast nur eine gesagt. Ja. Negative Sachen. Ja, mir fällt eigentlich nur Erdogan ein. Also okay, positive noch. Positive. Du hast noch eine gesagt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, meine Freunde. Okay. Und dann Reisen, Urlaub und schönes Land. Urlaub. Noch eine? Nee. Okay, alles klar. Dankeschön. Das war's. Super. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, hallo, das erste Mal. Wie heißt du? Zoe. Lia. Jona. Okay. Drei positive und drei negative Sachen über die Türkei. Wir fangen mit dir. Da ist eine schöne Landschaft. Oh. Nur eine? Da ist immer schönes Wetter. Okay, negative? Da sind manchmal viel zu viele Menschen. Okay. Das ist sehr warm. Ja, das war's. Ja, schönes Wasser. Ja. Und negative? Also ich habe nichts Negatives. Ja auch nicht. Okay. Du? Ja, es ist halt schönes Wasser, aber negativ habe ich nicht. Okay. Warst du schon in der Türkei? Ja. Okay. Welche Stadt? Ich war in... Ich glaube Antalya, oder? Ich weiß nicht auswendig. Okay. Beide auch? Ja, ja. Welche Stadt? Side. Side ist in Antalya. Du auch? Ja, ich auch. In okay. Belek, ja. Belek ist auch in Antalya. Und das war's, danke. Okay. Schönen Tag. Habt ihr einen Augenblick Zeit, mit uns zu reden? Okay.
Okay, wie heißt du? Ich bin Luke. Luke. Okay, drei negative und drei positive Sachen über die Türkei. Fangen wir mit positive. Drei positiven würde ich auf jeden Fall sagen, das Essen. Die Leute sind meistens sehr, sehr herzlich und familiär. Und, ein schönes Land auf jeden Fall. Okay. Ein sehr schönes Land. Ja, super. Und jetzt negative. Negative Sachen. Also da würde ich die Politik sagen. Ja. Ich finde, dieses Familiäre kann auch ein bisschen negativ sein, wenn es zu stark ist. Ja. Weißt du, was ich meine so? Ja. Was ist denn noch negativ? Ich finde diese Familienclans, die hier manchmal unterwegs sind, die finde ich ein bisschen krass. Ich bin jetzt auch selber noch nicht so oft viele getroffen. Aber was man so hört, also wie die so miteinander umgehen und dieses, also weißt du, was ich meine? Ich habe verstanden. Ja, ja. Okay, vielen Dank für deine Antwort. Ich danke dir für deine Antworten. Und viel Spaß bei dir. Danke. Super. Danke. Tschüss. Danke euch. Entschuldigung, habt ihr einen Augenblick Zeit? Wir sind von YouTube. Nein. Erstmal, hallo, wie geht's? Gut. Gute. Bestens, danke. Ja. Und wie heißt du? Ismail. Mohamed. Und meine Frage ist, drei positive und drei negative Sachen über die Türkei. Fangen wir mit dir. Baba essen. Dann? Ist eine schöne Kultur da und sehr nette Menschen. Okay, und wir? Gutes Essen, nette Leute. Boah, mehr gibt's nicht. Eine sehr gute Geschichte haben die. Gute Menschen, sehr, sehr nette Menschen auch und eine gute Geschichte, gutes Essen auch. Okay, alles gut. Und drei negative? Negative, die Türkei ist mir bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen, deswegen kann ich da jetzt leider nichts nennen. Okay. Zu nationalstolz. Negative? Ja. Boah, mir fällt da also auf Anhieb nichts ein. Okay, alles klar. Dankeschön und ich wünsche dir einen schönen Tag. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün Almanya'da yaşayanlara Türkiye deyince akla gelen 3 şeyi sorduk ve bunların cevaplarını aldık. Kanala destek olmak için like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda ne sormamı istiyorsanız aklınızdaki bütün fikirleri istediğiniz gibi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.